Das hier ist jetzt nochmal die alte Luftumlenkung mit der alten Achsenhalterung, wie sie bis jetzt in der Turbine verbaut waren. Da waren die Blätter ja 90 Grad also senkrecht zur Bewegungsrichtung des Kompressors und die Luftumlenkung und die Achsenhalterung waren deutlich erkennbar aus zwei Teilen. Das wurde jetzt geändert, indem wir die Achsenhalterung verkleinert haben. Das heißt, jetzt kann die Luftumlenkung, wurde dann länger gezogen und geht jetzt quasi komplett über die Achsenhalterung drüber. Ebenso sind jetzt die Blätter alle auf 30 Grad geneigt, relativ zur Bewegungsrichtung. Das sollte eine allgemeine bessere Luftumlenkung zur Folge haben. Später im Video wird man auch nochmal sehen, dass wir jetzt einen Stator zwischen die Luftumlenkung und die Brennkammer gebaut haben. Der ist aus einfachem Blech gefertigt und lenkt die Luft so um, dass sie komprimiert wird und längere Zeit in der Brennkammer ist, sodass eine bessere Verbrennung gewährleistet werden sollte. Und dadurch erhoffen wir uns halt auch nochmal, dass das Ganze dann besser läuft.